Gut. Wieder ein riesiger Haufen. Zeug, 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 Zeug. Und Schrott. Hier steht sogar irgendwas mit Amöben. Ah, hier liegt sogar jemand. Bolzen. Ich versuche mein Bestes. Ulmenholz. Ja, hier steht Amöbennest. Kein Wunder, dass hier immer wieder Amöben auftauchen. Wenn ich direkt in ihrem Nest bin. Okay, hier können wir nicht durch. Schade, sind wir zu fett. Also ja, wir hätten die Möglichkeit, verdammt viel Zeug zu erfarmen hier in dem Amöbennest, aber... Es geht hier runter, wahrscheinlich hier zurück, hoffe ich mal, und hier oben geht's weiter. Und da oben sind schon wieder Gruftasseln mit Amöben am Kämpfen. Ja. Okay, durch die Wurzeln sieht man nicht so gut. Vorne sind nochmal Gruftasseln mit Amöben am Kämpfen. Da es mehr Gruftasseln sind, sollten wir uns erst um die Gruftasseln kümmern. Nicht, dass uns die Gruftasseln dann nämlich überrennen, wenn die am Böden tot sind. Machen wir mal den Schwertwurfpart weg. Ich versuche mein Bestes. Weil durch den Wundbrand und den Ausdauerentzug, den die Gruftasseln machen können. Ist es besser, erstmal die Gruftasseln loszuwerden. Zumal die Gruftasseln verdammt viel Schaden an den Amöben machen können. Für Ardo. Oh, jetzt hast du keine Pfeile mehr. Das bin ich. Candidus. Ja, da vorne sind noch mal tote Amöben. Lass das mal Vorgrim machen. Sanja. Folgt mir. Ja. So, jetzt können wir, glaube ich, hier erstmal in Ruhe plündern.
von Vorgriff den Schwertwundpart wegmachen. Ich versuche mein Bestes. Diamantschleifsteine. Haben wir jetzt ziemlich viele. Pferdocker zu mir. Pferdocker zu mir. Noch mehr Pferdocker und hier. Mein Atem geht ruhig. So, noch mehr Gruftasseln. Hier sind halt noch zwei Tote und da sind Gruftasseln noch am Leben. Hoffentlich nicht zu viele Gruftasseln. Es kommen 4 Stück. Ja, okay, 5 Stück. Ah. Meiner Axt. Okay, 6 Stück wird langsam etwas unschön. Alles klar, Angebot. Okay, du trink mal Eibeersäfte, als ob es kein Morgen gäbe. Ein Zwerg, ein Bock. Furax. Sanya. Mandaya Ioi Banda. Okay, noch ein Eimbeersaft weghauen. Du heil ihn am besten mal. Das bin ich. Sanya, Bartia. So, alle auf einen konzentrieren, dass die schnell weggehen. Ich versuche mein Bestes. Ja. Mandaya Ioi Banda. So, jetzt noch die Gruftasseln weg. Wir sind immer noch im Kampf. Nur gegen wen? Ah. Lass das mal Vorgriff machen. Ja. Alles klar. Candidus. Na gut. Jetzt stelle man sich vor, wir hätten
all diese Gruftasseln, die wir jetzt schon erschlagen haben, während sie gegen die Amöben gekämpft haben, gegen uns gehabt, das hätten wir niemals schaffen können. Fragt man sich echt, wie unser toller Möchtegern-Ritter hier durchgekommen sein soll. Vielleicht liegt er auch schon irgendwo im Schlack und wir haben ihn übersehen. Oder er war die gleiche gleich am Eingang. Oder er ist die Leiche hier? Nö. Hier sieht's recht schön aus irgendwie. Wir sind ja auch wieder draußen. Also unter freiem Himmel. Das, obwohl wir in einer Höhle sein sollten. Ach, er lebt noch. Oh, hi. Endlich! Ich habe den Geschuppten gefunden. Nun denn, unholdes Getüm. Parzalon von Streitzig fordert dich zum Kampf. Bereite dich auf dein Ende vor. Mir nach! Mit Rondras Donner! Angriff! Der hat Mundgeruch. Und wir hatten nicht mal die Gelegenheit, einen Quicksave oder so zu machen. Die Bestie, ja. Stell die Bestie. Wer hätte das gedacht? Die Bestie ist ein Tatzelwurm. Ja. Ich muss den Tatzelwurm töten. Also der Tatzelwurm ist so eine Art Lindwurm, wie man sieht. Mit verkümmerten Flügelchen. Der Gift und Galle speien kann. Für Ardo. Und ja, ich glaube, er macht bewusstlos. Das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall verteilen. Genau, damit wir das nicht ständig abkriegen. Und man merkt, er ist immun gegen Wunden. Ah, Kledis, du trinkst mir lieber jetzt mal einen. Das bin ich. Also, dann machen wir weiter. Ich trinke auch besser noch mal ein. Lass das mal Vorgrim machen. Okay, und immer wenn er das macht, dann verlieren wir auch noch Fokus-Target auf ihn. Das
Lass das mal vor, Grimma. Für...